Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei SimCity. Wir sind wieder zurück in Wen. Immer noch kein Name, ich bin immer noch voll in der Aufnahmesession, immer noch keine Kommentare gelesen. Nicht so schlimm, man sieht, unsere Stadt wächst, wir machen gefühlt vieles richtig. Nachfrage ist hoch, das ist das, was mir immer wichtig ist beim Gewerbe. Und diese Nachfrage soll auch so bleiben. Denn wir sehen hier, Entwicklungsstufe ist hoch. Nachfrage ist hoch, das heißt, die sollten sich auch hier bald alle weiterentwickeln. Beziehungsweise wenn die hier fertig sind, dann sollte das wieder ein minimales Stück runtergehen. So, hier vorne. Dieses kleine Pupelhaus da ist zu wenig Platz zum Erhöhen der Dichte. Das ist halt auch so. Oh, Arsch. Arsch. 11 Zufriedenheit. Was ist hier los? Profit. Profit ist nicht so hoch. Tendiert zum Auszug. Aber warum? Also mal Industrienachfrage ist halt nicht da. So, okay. Wir sind halt in der Technologie noch nicht so hoch. Das ist natürlich lukrativ ist für sie. Ich verstehe halt das aber nicht. Was sagt mir das jetzt? Gebäude versandt. Gebäude, Geld. Im Gang, Lieferung. Frage? Verstehe nicht. Egal. Windkarte brauchen wir jetzt gerade nicht. Unser letztes Ziel war es gewesen, eine Polizeiwache zu bauen. Die kostet einfach mal 30.000. Was hat er hier? Ach, das wollten wir auch noch machen. Die Patienten. Wir haben aber immer noch keinen Toten. In Behandlung 10. Oh, wir haben 5000 Einwohner, wir haben 5000 dazu bekommen. Wir haben jetzt 23, das ist gut. Das ist gut, wir brauchen das Geld. Warum ist auch immer er da oben krank? Schoffs Wohnsitz. Immer ist er da krank. So, was mit euch? Achso, ihr baut, alles klar. Nix gesagt. Wo ist mein... Ich wollte gerade sagen, wo ist mein Donutladen? Ja, mein Donutladen. Wehe, der wird abgerissen. Geht schön Donut essen. Donuts sind lecker. Manchmal. Hier vorne brennt es. Das sind immer die gleichen. Hier wird auch gebaut. Das ist gut. Das gefällt mir. Es gibt mehr Einwohner. 5400. Wir haben gerade erst die 5000 erreicht. Was ist da auf einmal los? Was haben wir denn richtig gemacht? Egal. Nehmen wir mit. Oh, ich kann upgraden. Upgrade. Das ist eine Kleinstadt. Rathaus ist immer gut. Dann können wir nämlich bald auch ein Casino bauen. Oh, happy, happy, happy. Be all happy. Was ist mit ihm los? Wieso bist du nicht happy? Ich sterbe immer mehr. Einfach. Achso, es sterben. Gerade lesen. Ich sterbe immer mehr. Wie? Du stirbst immer mehr. Ja, hier vorne stehen wir. 3, 4 Leute an. Wir müssen aber mal so gucken. 550. 547. Komm, Polizeistation. Gib mir Geld. Wir haben keine Aufträge, wir müssen zumachen. Oh. Wieso habt ihr keine Aufträge? Also wie sorge ich denn für eine Industrie, dass die Aufträge bekommen? Weiß ich nicht. Das Gewerbe. Was ist denn hier los? Was ist da los? Achso, die ziehen ja alle in dieses Haus ein. Oh, was ist hier los? Ja, so wie ich das haben wollte. Ich glaube, was halt blöd ist, dieses kleine Ding zu wenig Platz zum Erhöhen. Aber das Ding stört hier.
zufriedenen Nissan-Besitzer. 22 pro Tag, naja. Da zahle ich dafür. 40. Boah, wisst ihr was? Das bringt mir gerade nichts. Da sollen sie lieber denn schön. Ja. Dann sind sie traurig. Was sind sie jetzt traurig? Ist egal, aber dann kann ich hier, habe ich hier irgendwas Großes. Ist also nicht die ideale Position, da irgendwie was reinzubauen. Aber oh, hier, großes Haus. Meine Güte. Eine freie Wohnung. Zieht ein. Wobei mir gefällt dieses Stil, dieses Braun. Brauns nicht. Ah, so, Polizeistation. Jetzt aber. Wir haben Geld. Wir brauchen Strom. Leute, das geht nicht. Kommt zu viel schnelle Leute. So, 9 Kilometer pro Stunde. Strom wird knappes. Wasser. Ja, Abwasser ist nochmal schick. Wir können aber nochmal sicherheitshalber einen kleinen Wasserturm hinsetzen. Den kriegen wir finanziert auf alle Fälle. Den kriegen wir finanziert. So. Und jetzt aber Polizeistation. Hör auf, mich hier mal abzulenken. Das geht nicht. Wir bauen die mal direkt hier unten hin. Ich wollte die erst da hinbauen, ne? Ist eventuell auch nicht so dumm. Also meine Geschäfte, die fühlen sich dann sicherer. Wir bauen die da an. So, ich habe mich jetzt gerade entschieden. Weil wir ständen nachher hier die, das Polizeirevier hin. Da, Überfall! Fahrt raus! Warum geschlossen? Nein! Geht doch nicht. Jetzt, hier, raus! Da, Mara, ich weiß es. Bin mir ganz sicher. Hör auf zu labern. Da, guck, da winkt er. Ja, gleich abgeholt. Mord im vollen... Mord? Jungs, ihr müsst was tun. Da ist ein Mord. Mehr ist doch nicht. Was hat er denn? Ich schaue gerade im Internet nach, was bei einem Brand machen kann. Hm, das läuft ziemlich langsam heute. Was? Mal auf. Habe ich gebaut. Irgendwie für, dass die Polizei einen Verbrecher festnimmt. Ja, dann muss die Polizei mal was machen. Was hat der hier? Was hat der für ihre Wünsche? Nein, danke. Ich habe jetzt kein Geld für ein Messegelände. Hört mal auf. Den Satz würde ich wohl gerne. Mal sehen, 200 Grad. Ach was, ich drehe ihn einfach auf 400. Polizei, da, läuft da. Will jemanden ermorden? Big, what? Jawohl. Take him down. Ein Mord voll im Gange. Stammt ihn euch. Okay, 2. Sehr gut, Leute. So muss das. Finden sich doch... Kommen auf einmal wieder noch mal fast 1000 wieder her. So, was hast du? Ich verkaufe die Hütte bald, um hier mein Traumhaus zu bauen. Das ist gut. Ich bin erstaunt, dass hier noch nichts passiert ist. Vor allem hier immer noch... Straßenupgrade benötigt. Straßenupgrade. Da
glaube, das können wir mal machen. Können wir hier noch was erhöhen? Nee. Nö. Gott sei Dank, jetzt kein Geld mehr. So. Erstmal hier so ein bisschen alles erhöhen. Möchten Sie etwas? Was? Die Zufriedenheit der Bürger abfallen. Okay. Wie happy sind sie denn? Ach, da, schön. Wann sind die, was? Ja, okay. Ja, ja. Schön. Super. Schön. Okay. Ja, also ihr könnt dann nochmal reingucken, wie zufrieden wir sind. Obere Einkommensklasse habe ich noch nicht. Schlimm, dass die Kinder nicht zur Schule gekommen sind. Es gibt wie viele Keime hier. Oh mein Gott, ich bin böse, weil wir keinen Strom hatten. Hatten, ja, hatten. Ist okay, kann ich verstehen. Und so breit die Kriminalität, Kopfschmerzen. Ich bin noch böse. Achso, okay, hier treiben sich ja viele Kriminelle. Polizeistation ist da. Wächst schon. Das ist gut. Was haben die? Wir wollen Abnehmer an, die wir liefern können. Grundbrand. Ja, das heißt, ich müsste halt hier von mehr bauen. Also ich sag mal, das wird da schon größer, ja. Ein bisschen Geduld. Viele Kriminelle, ja, das haben wir jetzt ja langsam bald hoffentlich im Griff. Hoffentlich bald. Verlassene Gebäude. Wo denn? Er sagt mir immer noch an zwei verlassene Gebäude, aber ich sehe keine. Ist hier irgendwo? Nee. Uns geht es gut. Es gibt tolle Läden zum Shoppen. Seht, ach da. Jetzt guckt doch mal. Ist das nicht schön? Ja, ich weiß, Parks sind gut. Parks sind klasse. Polizei. Ist halt noch nicht genehmigt. Ich bräuchte halt diese Sicherheits-Palim-Palim. Außerdem sind Schüler auch noch nicht 10.000. Ah, okay, komm. Ich steige alles sehr schnell an. Nichtsdestotrotz, wir wollen ja dafür sorgen, dass die Kinder zur Schule kommen. Blub, 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 blub. Wahrscheinlich müssen wir auch noch mal ein paar mehr Busse dafür herrichten. Ich hoffe, dass ich die Schulaufgaben und Geschichte bestehe. Ja gut, das ist jetzt nicht mein Problem. Dafür kann ich nichts. Was will er denn? Achso, er will wahrscheinlich hier noch mal so anbauen. Also es scheint nicht zu mangeln an Bussen, sondern es scheint an Platz einfach zu mangeln. Die Shoppingmeile entwickelt sich prima. Was sagt denn Verkehrsminister hier? Verkehr? Verkehr müssen 7.000? Not bad. 36 Minuten ist sogar noch okay. Also eigentlich nicht, aber wir sind halt auch nur eine kleine Stadt. Es geht aufwärts. Dann hat er recht. Außer mit diesem kleinen Popelhäuser, oder? Zu wenig Platz. Ich habe keinen Platz. Ja, das wird immer wieder das Problem sein. Nö, nö, nö. Was hat er? Blockparty feiern. Mann. Nein, danke. Also ich glaube, wir haben das Müllproblem zwar relativ gut im Griff. Aber
Müllparty muss jetzt nicht unbedingt sein. Und der hat keine Abnehmer gefunden. Es ist halt für mich immer noch die Frage, Industrie, Abnehmer. Für mich sind das ja dann halt die Gewerbeleute hier. Mein Donutladen ist weg. Leute, was habt ihr gemacht? Wir waren Kino. Verpachten. Schroff-Immo. Also, glaub's ja. So, da kommt's noch. Hab ich meinen Donutladen weggemacht. Ist das hier die gute Mittelschicht oder was? Die es nicht nötig hatten, so einen großen Häuser hier schon zu ziehen? Oder sind das die kleinen da hinten? Egal. Unsere Schule ist voll. Schule voll, nicht gut. Schule kriegt Anbau. Dahin. Jetzt müssten sie wieder etwas mehr Platz haben. Am liebsten würde ich gleich noch einen oben drauf setzen, dann habe ich damit keine Probleme mehr. Ich glaube, wir haben halt auch noch kein Problem wirklich mit. Und die anderen Filmwirtschaft für die organisieren. Erstmal zum einen oder anderen Brand kommen. Aber keine Sorge, ja, ein oder anderer Brand. Boah, es ist halt immer die Chance, sondern brauche ich gerade so viel Geld. Später. Frag mich später mal. Jetzt ist gerade noch nicht so die Zeit für ein mega krasses Feuerwerk. Aber wir können langsam was machen. Und zwar wollten wir ja hier Verkehrsabteilung. Das heißt, wir könnten das hier so ranklatschen. Wunderschön. Und dadurch nicht. Noch nicht. Und dann könnten wir dafür sorgen, dass das hier so ein bisschen alles noch besser wird. Was haben die denn? Hat? Ja, arbeiten sie schnell hier Polizeikräfte? Habt ihr nicht schon einmal? Ihr habt doch schon einmal hier einen Polizeiwagen noch mal bekommen. Dass ihr nicht patrouilliert, dafür kann ich doch nichts. Was mich erfreut, ist, dass mein Verkehrskonzept gut ankommt. Der Verkehr ist in Ordnung, ja, das fließt alles. Das ist immer wichtig. Wobei hier, ja, es kommt da immer wieder zu Staus, weil es halt die einzige Zufahrtsstraße ist. Beziehungsweise vieles einfach nur zum Wenden nehmen. Aber gut. Es wird nicht mehr lange dauern, dann bauen wir hier unser erstes kleines Casinochen hin. Was ich jetzt natürlich noch nicht gezeigt habe, sind hier die Bodenschätze. Aber die Bodenschätze interessieren mich halt auch null. Also es gab ja hier eh keine Bodenschätze, worum ich mich jetzt kümmern müsste. So, was macht hier der? Achso. Finden ein Feuer! Sim News 7. Alles klar. 100 Zahlen. Oh. Juno hat nur viele. Und jetzt, ja. Es ist immer noch stetig. Hier guckt. Großes, schönes Haus kommt jetzt hin. Weil es so schön da ist. Endlich. Was ist da los? Das sind noch keine Trümmer, aber wir sind nicht ganz so happy. Wobei die Straße hier sehr schön wächst. So, Strom. 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 Nein. Ist 9 das Maximum?
halt immer wieder 5000. Ich hab's jetzt gerade mal. Wir machen gleich mal ein bisschen mehr, ne? Weil Schaden kann's nicht. Wir brauchen den Strom. Ist halt auch so klar. Wir werden früher oder später nicht drum rumkommen, was Krasseres zu bauen. Und das wird eventuell in diese Richtung gehen, weil Öl müsste ich einkaufen, Kohle muss ich einkaufen, Atomkraft. Ha, kostet ein bisschen viel. Ja. 3 MW bei 10 Stundenkilometern. Windgeschwindigkeit haben wir derzeit nicht. Boah, was wollen die spirituelle Boys? Eine Kultstätte. Ja, mache ich. Das ist eine Kultstätte. Spiritual. War das irgendwas Spezielles? Nee. Glücksspiel? Kultur? Kultur? Kultstätte? Nee. War eine Kultstätte nicht einfach? Stellen Sie eine Kultstätte auf. Basis. Ich verstehe mal das ja als Kultstätte. Wobei spirituell sehe ich schon wieder ein bisschen was anderes. Was die da gelabert hat. Also wenn es hier schon jetzt Religion gibt, dann bin ich ein bisschen verwirrt. Eine öffentliche Bibliothek. Ja, Bildung ist ja nie verkehrt, ne? Ich mag diese Musik. Aber das ist doch keine Kultstätte. Wir bauen die jetzt hin. Boah, wir müssen mal wieder 10.000 auf den Kopf hauen. Egal. Bedanke mich fürs Zuschauen. Die Stadt wächst. Ich glaube, wir werden nächste Runde so weit sein, oder ansatzweise, dass wir unser Casino eröffnen können. Ein erstes kleines. Hoffen wir mal, dass wir das alles geregelt bekommen mit dem Strom. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst ein Like da. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Hannes.